Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Aufräumen und Ordnung schaffen. Das ist nämlich mein Ziel im Juni. Ich habe mir eine Liste gemacht und heute nehme ich euch ein bisschen mit und will so ein paar kleine Power-Sessions einlegen. Ich habe jetzt 8:30 am Morgen und ich fange wahrscheinlich ein bisschen später an zu arbeiten heute. Das heißt, ich habe jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, was zu erledigen. Und ich habe mir vorgenommen, diese Aufgaben hier zu unterteilen. Also sprich, im Wohnzimmer ist einfach durch die Corona-Zeit viel liegen geblieben, was eigentlich in die Kinderzimmer gehört. Hier im ganzen Haus sind Sachen verstreut. Die möchte ich mal so ein bisschen einsammeln, aufräumen und dann natürlich anschließend auch nochmal sauber machen. Warum die Eile? Ganz einfach, weil am Ende des Monats meine Tochter Geburtstag hat und dann möchte ich ganz gerne das Haus wieder ein bisschen in Schuss haben. Ich habe es wohl geschafft, Kinder zu betreuen und zu arbeiten, aber halt nicht die Ordnung zu halten. Im Hauswirtschaftsraum liegen überall Leichen rum von Sachen, die da gar nicht hingehören. Der Kühlschrank müsste abgetaut werden. Das werde ich nicht alles auf einmal schaffen. Das ist mir ganz klar. Ich muss auch dringend Termine bei Ärzten machen, Vorsorgetermine. Die habe ich alle schludern lassen. Und ja, jetzt gehen wir eins nach dem anderen an. Und ich hatte da auch schon mal einen Blogpost zu geschrieben zum Thema Ziele verfolgen und wie mache ich das, wenn ich so viele Sachen auf einmal habe. Ich habe es jetzt runtergebrochen in verschiedene Felder, die ich bearbeiten möchte. Und um mich selbst ein bisschen zu motivieren, da so ein bisschen den spielerischen Charakter reinzubringen, habe ich mir hier oben so ein kleines Erfolgstracking-Feld gemacht, wo ich dann für jede Aufgabe, die ich erledigt habe, so ein bisschen was ausmalen kann. Und dann habe ich hier hoffentlich nachher ein schönes buntes Mosaik, weil ich alles fertig habe und das Haus ist sauber. So zumindest meine Traumvorstellung. Ob das klappt, werdet ihr in den nächsten Wochen wahrscheinlich verfolgen können. Wenn ihr das möchtet, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar dazu, damit ich weiß, dass ihr da auch Bock drauf habt. Und dann möchte ich uns jetzt alle motivieren und starte mal unten im Wohnzimmer. Erstmal alles zusammenräumen und wegräumen, was da nicht hingehört. Ihr habt es gesehen, ich habe 3 Kartons mit Spielsachen nach oben geräumt. Jetzt haben wir 9:15. Ich gebe mir jetzt noch 10 Minuten, um den Kram da oben so ein bisschen wegzuräumen. Zumindest fundamental. Ich hoffe ja, dass die Kinder mir vielleicht heute Abend ein bisschen helfen beim Aufräumen. Aber jetzt habe ich schon mal zumindest eine Sache geschafft, nämlich da hinten diese Rümpelecke im Wohnzimmer aufzuräumen. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen was aus dem Karton hier aufräumen können. Aber ihr seht es schon selber, hier oben ist auch noch jede Menge Gerümpelskram und ach ja, so Kisten, die sich halt ansammeln. Ja, es ist schwierig, alles in allem Ordnung zu halten. Ich habe hier, ich habe hier so eine Kiste mit allem möglichen Kram, hier Straßenbauteile. Hier ist die Fahrzeugkiste, hier sind also nur Fahrzeuge drin. Und ja, ist Lego Duplo drin, wobei das, ja, auch wie ihr sehen könnt, nicht richtig passt. Aber immerhin, mehr kommt jetzt auch nicht dazu. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann vom Lego Duplo mal wegkommen. Aber im Moment passt das noch ganz gut für den Karl. Und hier das Bücherregal habe ich auch mal ein bisschen aufgeräumt. Das habe ich ja vor ewigen Zeiten schon gekauft. Maria das Gleiche. Und da mag ich auch immer ganz gerne, wenn da Ordnung drin herrscht. Denn, ja, ich kann es nicht leiden, wenn die Kinder abends sich ein Buch aussuchen, sollen sie möglichst einen guten Überblick haben. Und darum versuche ich da möglichst immer Ordnung zu bringen. Hinten sind die großen Bücher, hier immer die gleichen eigentlich drin, die wir schon seit ewigen Zeiten haben. Also es gibt so viele schöne Kinderbücher, die sind jetzt alle von Marie eigentlich gewesen, fast alle.
Bis auf hier die Jakob-Bücher, die sind natürlich für Karl noch ein bisschen passender. Aber ansonsten muss ich sagen, mag ich es immer ganz gerne, Ordnung zu halten, damit die Kinder, wenn sie sich abends was zum Lesen aussuchen, da auch wieder einen frischen Überblick haben. Das mache ich meistens so heimlich, dass ich da wieder Ordnung reinschaffe. Und jetzt geht's weiter vorne. So, es sieht immer nicht so viel aus, aber ich finde schon, dass ich was geschafft habe. Immerhin ist jetzt da hinten im Wohnzimmer die Gerümpelecke weg. Ich habe ein bisschen was in den Kinderzimmern entrümpelt, aber längst noch nicht alles. Aber alles ist halt nicht zu schaffen. Also ich bin schon froh, glaube ich, wenn ich einen Anfang gefunden habe. So der erste Schritt ist immer der schwierigste. Jetzt haben wir gleich fast 9 Uhr. Also ich habe jetzt noch so 5 bis 10 Minuten Zeit, bevor ich anfange zu arbeiten. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt noch ein anderes Feld bearbeite, nämlich den Kindergeburtstag von Marie. Ob wir einen Kindergeburtstag im klassischen Sinne machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht gehen wir hier auch auf den Spielplatz mit den Kindern. Man soll sich ja möglichst im Freien aufhalten und werden dann da ein bisschen picknicken und so Spiele machen. Mal gucken. Trotzdem möchte ich schon mal die Einladung schreiben. Wir haben uns jetzt für so einen Meerjungfrauen-Geburtstag entschieden, beziehungsweise Marie hat sich entschieden. Ich hatte da eigentlich nicht viel zu melden. Und ich werde jetzt schon mal anfangen, hier diese Einladungskarten so ein bisschen vorzuschreiben, damit ich nicht alles heute Nachmittag machen muss, weil ich kenne das, dass ich dann, wenn der Nachmittagstrubel losgeht mit den Kindern, auch nicht mehr allzu gute Nerven habe. Darum schreibe ich jetzt schon mal ein bisschen die Einladungen vor und dann habe ich zumindest noch mal ein zweites Feld bearbeitet. Jetzt ist es 9:10 und für mich wird es jetzt Zeit, dass ich mich an meine Arbeit setze, also für mein Büro arbeite. Sorry. Und ja, ich habe immer, wenn ich die Brotdosen von den Kindern mache, auch für mich so ein paar Snacks bereit, damit ich nicht total unterzuckere, wenn ich da vor mich hin arbeite. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht heute ein bisschen früher Schluss machen kann. Dann könnte ich vielleicht gleich oben noch ein bisschen Ordnung schaffen, dann hätte ich zumindest noch eine weitere Aufgabe erledigt oder im Hauswirtschaftsraum anfangen. Mal gucken. Aber jetzt werde ich erstmal meinen Wasservorrat klar machen für die Arbeitszeit, damit ich nicht ständig aufstehen muss, um mir was zu trinken zu holen, sondern einfach mal konzentriert arbeiten kann. So, das bleibt auf jeden Fall schön kühl. Ich bin da im Übrigen sehr zufrieden mit. Das hatte ich euch ja letztens mal im Video vorgestellt. Und hatte es sogar jetzt auch schon mal bei einer Autofahrt dabei, wo das Auto in der Sonne geparkt hat. Und dann bin ich wiedergekommen und dachte, oh, jetzt muss ich mal testen, ob es noch kühl ist. Und es war tatsächlich noch kühl. Also das ist schon mal gut. Aber jetzt genug gequatscht, jetzt muss ich ab. Übrigens ein weiteres Ziel, was ich verfolge und warum ich jetzt im Sommer noch so ein bisschen Gas geben möchte, ist das hier. Dass ich mal wieder eine Staffel Podcast-Folgen aufnehme und um dafür Zeit frei zu schaufeln, versuche ich jetzt möglichst das Haus in Ordnung zu bringen, damit ich dann vielleicht in ein paar Wochen auch regelmäßig wieder Zeit habe, für euch Podcasts einzusprechen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ihr auf jeden Fall einschaltet, wenn ich wieder einen Podcast mache. Und jetzt wird gearbeitet. Hallo zusammen. So, ich habe Feierabend und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe es tatsächlich gestern noch geschafft mit der Hollywood-Schaukel. Die steht und ist bereit zum Schaukeln. Und ich habe einen neuen Blogpost für euch online gesetzt. Und zwar geht es bei diesem Blogpost um die perfekte Checkliste für den Urlaub. Natürlich, wie ihr euch denken könnt, habe ich nicht die perfekte Checkliste, aber ich habe euch nochmal 5 Punkte zusammengestellt,
die mir wichtig sind, wenn ich Urlaub vorbereite. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren noch darunter schreiben, was euer Geheimtrick ist, um einen Urlaub schön vorzubereiten, damit dann alles gut abläuft. Ich denke, der ein oder andere plant ja doch noch vielleicht mal wegzufahren. Und ja, damit das alles ein bisschen schöner abläuft und gut vorbereitet. Ja, so viel in Sachen Eigenwerbung. Vielen Dank auch nochmal an alle, die mir auf Instagram folgen, die mir gratulieren zu meinen kleinen Erfolgen, wie zum Beispiel hier zu den 30.000 Abonnenten. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das in organischer Art und Weise nach und nach einfach selbst geschafft habe. Und klar, auf gabelschereblog.de findet ihr natürlich auch immer wieder mal interessante Inhalte oder vielleicht Ideen, die wir zusammenstellen für euch. Jetzt ist es schon 14:45, aber es bleiben mir noch, ja, ich sag mal 20 Minuten, 30 Minuten, um noch ein bisschen was zu schaffen von meiner Checkliste. Morgen ist natürlich auch noch ein Tag, gar keine Frage. Ich werde jetzt schon mal den Baguette-Teig vorbereiten, damit wir heute Abend ein Baguette haben zum Abendessen. Und weil ich dann eh schon Richtung Hauswirtschaftsraum laufe, werde ich auch mal anfangen, den Hauswirtschaftsraum aufzuräumen. Aber bitte nicht erschrecken, es ist wirklich kein guter Zustand im Moment. So, es ist noch nicht ganz perfekt, aber immerhin schon besser als vorher. Hier waren die ganzen Winterklamotten drin, die habe ich jetzt mal rausgenommen. Nur noch zwei so Stoppersocken, ein dünner Schal von Marie. So ganz olle Schläppchen für den Notfall und ein Sonnenhut. Dann sogar haben wir auch so kleine Mundschutzmasken für die Kinder, die brauchen sie eigentlich nicht. Dann das des täglichen Gebrauchs habe ich hier hingelegt, die Sonnenbrillen. Beziehungsweise auch Labello für die Sonne und Sonnencreme. Und das nehme ich eigentlich, wenn ich mein Handy mal ein bisschen desinfizieren will. Wenn ich nach Hause komme, dann mache ich das meistens damit eben mal kurz. Ja, dann haben wir hier schon mal zumindest was aufgeräumt, mein Brotbackautomat. Und dann ist hier das nächste große Projekt. Denn das hier ist eigentlich so Wickelbedarf gewesen für die Wickeltasche, um die immer wieder aufzufrischen, wenn ich unterwegs bin. Das brauche ich jetzt im Grunde genommen nicht mehr wirklich. Das heißt, ich muss eine neue Verwendung finden für diesen Korb. Vielleicht bleibt er auch hier auf der Ebene. Und hier sind Sachen drin, die ich eigentlich zum Autofahren für die Kinder als Entertainment immer so bereit gehalten habe. Aber wir fahren ja im Moment fast nirgendwo hin und so richtig Ausflüge machen wir nicht mehr viel. Deshalb muss auch diese Kiste weg, denn hier soll dann ein neues kleines Haushaltsgerät hin. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Zumindest habe ich jetzt den Teil des Projekts schon mal geschafft. Fehlt nur noch die andere Hälfte des Raums. Ja, ich beende das Video immer gerne da, wo ich angefangen habe. Jetzt entschuldigt bitte den Lärm, falls ihr draußen ein bisschen Baulärm hört. Das ja, sind die Gartenbauern der Nachbarn. Wir haben jetzt 14:50, also wird es für mich Zeit, die Kinder abzuholen. Und ich bin natürlich längst noch nicht fertig. Ich werde jetzt gleich, wenn die Kinder noch ein bisschen Screentime genießen, noch die Sachen wegräumen, die ich gerade aus dem Hauswirtschaftsraum entfernt habe. Die ganzen Schals, Mützen und Handschuhe der Kinder, die werde ich verstauen. Und dann morgen vermutlich werde ich mich mal an die Kleiderschränke und Kommode von Karl ranmachen. Falls ihr das gern sehen wollt, lasst mir einen Kommentar da. Dann schaue ich, wie ich das so ein bisschen mitverfolgen kann, wie ich das Ganze organisiere und auch entrümpel und aufräume, wie da so die Planung ist. Lasst es mich gerne wissen, dann kann ich das von mir aus auch mit euch teilen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen motiviert und euch auch dazu angespornt, vielleicht eine Liste zu machen mit Dingen, die ihr angehen wollt in eurem Haushalt,
Ich bin ganz froh, auch wenn es nur kleine Schritte waren, aber immerhin habe ich ein paar Baustellen begonnen und das ist schon mal das Wichtigste. Also macht's gut. Tschüss!